Schön, dass ihr wieder hier seid bei Minecraft, Leute. Wir haben in der letzten Folge gesagt, dass wir ein Crusher updaten wollen. Das bin ich gerade drüber. Werden wir jetzt auch machen. Wir brauchen hier noch ein bisschen Eisen rein. Wir haben hier 8 drin. Das heißt, wir können 8 mal Eisen reinhauen. Und zwar machen wir das folgendermaßen. So, nein. Dann war es andersrum. So. 3. Ich wollte eigentlich nur 2 haben. Ich Idiot. Egal. Wir bauen die Factory. Einmal die und dann bauen wir gleich die Advanced Factory. Jetzt fehlt halt noch zweimal Osmium und dieses Enriched Alloy, was ich natürlich jetzt sinnloserweise verbraucht habe. Aber haben wir gleich wieder. Okay, da fehlt, ich glaube, noch eins, oder? Ja. Zwei. Entschuldigung. Das und noch eins. Ich glaube, noch ein mehr reinklatschen. Da haben wir gleich die Advanced, die bringt uns gleich um einiges mehr. Haben wir den Vorteil. Es geht wirklich schneller und es braucht auch nicht so viel Energie, das muss man dazu auch sagen. Mein Overclocker braucht halt meistens immer ein bisschen mehr Energie. Das hier weniger, man sieht, man hat hier 1, 2, 3, 4, 5 Items gleich. Oben haben wir Import Rot nochmal. Sagen hier sortieren, das heißt, er macht alle. Und links haben wir Blau. Und dann hat der hier schon mal ein bisschen mehr zu tun. Und wir könnten hier nochmal versuchen, trotzdem ein Upgrade reinklatschen. So, da habe ich wieder rausgenommen. Da läuft es ein bisschen besser. Braucht dann natürlich aber auch mehr Strom. Was jetzt dann die Frage sein wird, ob es mit der Windmühle noch klappt oder nicht. Ich weiß es echt nicht. Aber bis jetzt läuft eigentlich alles. Was mich echt verwundert. Gut, hier läuft auch noch. Das ist auch wunderbar. Also wie gesagt, schlussendlich hat es nur an den gescheitert. Bei der hier macht das seine Arbeit gut. Jetzt müssen wir nur gucken, ob der hier plus wird oder minus 5. Das beobachten wir jetzt ein bisschen. Das sollte halt plus werden. Wenn der plus wird, haben wir alles richtig gemacht. So, 4. Er müsste, bevor er wieder fertig sind, einen dazu kriegen. 5, okay. Ja, wäre halt, wenn er einen plus machen würde. Weil es halt wieder abhängig natürlich von der ganzen Situation. 5, okay, es wird plus. Das merkt man, weil er jetzt schon ganz vorne angefangen hat. Das heißt, das läuft. Das heißt, hier wird genügend hergestellt. Können jetzt einfach mal zum Spaß noch den zweiten reinhauen. Da halt die Frage, ob der Strom das wirklich noch mitmacht dann. Das ist schwer zu sagen. Weiß auch, ob das wirklich schneller geworden ist, aber okay. Acht können wir rein tun, 1,7, fast doppelt so schnell wie standardmäßig. Die Windmühle macht das schon da oben. So. Der hier hat jetzt auch einiges mehr zu tun, weil es einfach alles schneller geht ein bisschen. So. Der kommt mit raus, den glaube ich nicht so nah, oder? Na doch, eigentlich schon. Hier wird sie natürlich jetzt einiges stauen. Das ist halt natürlich auch ein Problem. So. Wind können wir mal hier vollfüllen. Diamanten haben wir schon 13, Emeralds haben wir auch. Also von denen her kriegen wir da schon gute Rohstoffe raus. Der arbeitet sich zum Docker hier, sag ich mal. Und wir sehen, jetzt sind wir schon bei 6, also wir machen definitiv Plus. Das freut mich. Also die Anlage hier läuft eigentlich relativ gut. Hier hoffentlich haben wir auch Plus, dass wir hier halt noch Speed-Upgrade reinwerfen. Dann ist hier immer gegeben, dass der da was macht. Jetzt bauen wir halt schon 16, ja. Aber egal. Ja, Baumfarm, das ist das nächste Thema. Sollte man halt auch irgendwie automatisieren. Die Dark, also Oak Chest, die müsste man größer machen. Na, wobei Kohle. Oh, Flintmaterial. Die wollten wir auch nochmal beschäftigen. So, ein bisschen hier sortieren. Hier läuft, der ist fast so langsam, aber hier hinten läuft's ja. Problem bei der Sache ist Iron Ore Sand. Und den jetzt wieder weitermachen. Bräuchte mal wieder eine Sägenmühle. Boah, ist ein langer Arbeitsschritt, wenn man mal so guckt, was hier an Maschinen zusammenkommen. Ist das schon ein bisschen heavy. Muss man schon sagen. Nee, nicht Escape. Ich wollte ins. Da, ich wollte hier hinschauen. Wegen den Chunks. Was, sind alle geladen? Nicht, dass wir hier dann keine Chunks geladen haben. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, ja okay, jetzt macht ihr aber Ressourcen aus nichts. Okay, wenn ich eine Ender Quarry baue, mache ich auch Ressourcen aus nichts. Und das noch 1000 Mal schneller als wie hier, habe ich verschiedene Arbeitsschritte.
Maschinen, hier muss ich immer das Mesh erneuern. Also so ganz einfach ist das ja auch nicht. Der Aufbau ist ja auch enorm. Können natürlich einen Enderquake auch bauen und das dann verwenden. Nur ich wollte ja bewusst mal in normalen Let's Play Exen Hilo rein tun, weil das verwendet eigentlich keiner wirklich. Ist mir halt so aufgefallen irgendwie. Deswegen wollte ich das bewusst mal machen, die Rohstoffgewinnung durch Exen Hilo versuchen. Zumindest ein Teil. Ich möchte verschiedene Sachen machen. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man Rohstoffe gewinnen kann. Und jetzt hier mal das testen. Okay, sehe noch Wasser, da brauche ich nichts machen. Und das. Also das Stack-Upgrade. Nee, das Stack-Upgrade bringt uns hier nichts. Das heißt, das können wir aufbewahren für andere Sachen. Oder wir klatschen es hier rein. Hier sollte es was bringen. Wobei auch nicht, weil wir haben da nie so viele Items drin, dass wir alle rausziehen müssen. Das läuft wunderbar hier. Da ist natürlich leer und jetzt schön langsam füllt sich hier alles. Also jetzt hier Eisen wird vorne schon mehr. Das heißt, wir müssen uns hier doch darum kümmern, dass es hier weitergeht. Was natürlich auch eine schwere Sache wird. Schwierige Sache. Also wir können jetzt hier hinten zum Schluss mit dem Crush arbeiten oder mit der Segmill. Segment ist halt effizienter, weil wir mehr rauskriegen. Das haben wir ja schon festgestellt. Jetzt kann man den ganzen Schmoren hier mal da rausnehmen. Das. Und hier auch mal. Und das Ganze dann hinten noch in die Anlage hauen. Alles quatscht, lassen wir mal. Damit das alles läuft hier. Wo waren der jetzt? Das heißt, das wäre dann hier. So. Genau, Flint kommt dann hier wieder rein. Und jetzt brauchen wir wieder eine Sägemühle. Achso, habe ich das da reingeworfen, Idiot. Das war hier. Weiß nicht, was da alles rauskommt. Ich glaube, das sind Sachen drin, die der Herr noch nicht kennt, oder? Weiß es echt nicht. Das sehen wir dann. Mal gucken, wenn er hier wirklich leer läuft. Dann könnten wir echt die Items hier hindrücken. Zack. Macht das hier wieder. Kompressor sie. Und wenn ich jetzt hier. Müssen wir mal gucken. Sand mache. Den Sand hier. Kann ich den Sand wieder in das Segment zurückmachen? Nein. Das heißt, er würde ihn gar nicht mehr rüber transportieren. Und das ist der Punkt. Er bleibt hier drin. Und da kann ich ihn dann rausfiltern. Das ist vielleicht gar nicht so ein verkehrter Punkt, aber ich lasse das mal erst ein bisschen laufen. Und baue trotzdem eine Sägemühle. Auch wenn wir es nicht zwingend brauchen, aber. Doch, wir brauchen die Sägemühle. Doch. Sägemühle. Die brauchen wir einfach. So. Da brauchen wir wieder. Eisenhammer, ein Gold brauchen wir. Redstone haben wir ein bisschen, immer ein bisschen mehr. Wir brauchen wieder ein bisschen Holz, weil wir Pisten brauchen. Cobblestone haben wir eh. Bisschen Holz haben wir auch. Die können wir noch verwenden. Die haben wir noch. So. Das. Das. Oh, Kupfer. Weil mit der Sägemühle fühle ich mich einfach besser. Warum ist das nicht gegangen? Weil ich nicht im Crafting Table war. Scheinend. Weil dann haben wir wirklich einen Arbeitsschritt, der was wunderbar funktioniert, ohne dass wir irgendwie da die ganze Sachen irgendwie wieder zusammenbauen müssen. Natürlich wird jetzt die Maschinerie noch länger, aber ist auch egal, dafür läuft sie wunderbar. So, hierhin, dann sagen wir hier, weiß gar nicht, ob das geht, wenn wir gleich mal testen. Doch, geht. Bull. Und hier Busch. Busch, genau. Gut, dann haben wir das. Dann hier sind Kloppen. Und ich würde sagen, wir gehen schlafen, bevor die Monster spawnen hier. So. Gutes Nächtle da. Da. Dann. Hier rein. Eine Kiste brauchen wir noch. Und natürlich wieder Stroh, wie immer. Und hier müssen wir wieder Flint rein tun. Das haben wir hier drin. Das ist der einzige Vorteil, was wir noch haben.
produzieren hier unseren eigenen Flint, den wir wieder nützen können. Und da kriegen wir das draus. Und den könnten wir jetzt dann weiterverarbeiten. Zum Glück nicht mehr weit, aber ein bisschen noch. Gut. Also er macht jetzt Aluminium mit. Mir wäre es lieber, wenn du Eisen machen würdest, Freund. Okay, da habe ich jetzt keine Wahl mehr, weil hier alles voll ist. So, kriegen wir 14 raus. Also, ja. 5. 10. Also da kommt schon einiges mehr raus. Da kommt doppelt so viel raus, als wir brauchen. So. Wichtig ist, dass wir immer Flint haben. Aber da haben wir unsere Flint-Produktion, also da brauchen wir auch keine Angst haben. Hier Flint und hier Flint. Gut, und so würde die ganze Maschinerie hier wunderbar laufen. Diese läuft ja auch wunderbar. Hier mal Cobblestone. Zack. Das läuft dann wunderbar. Wir haben ja jetzt eigentlich hier gesehen ein paar Diamanten wieder. Das heißt, wir können hier einfach ohne Probleme wieder eine Diamantspitzhacke bauen. Für unsere Baumfarm, die wir jetzt nicht mehr so extrem brauchen werden. Also die Baumfarm, weil wir ja jetzt Strom anderswertig herstellen. Gut, jetzt müssen wir natürlich da irgendwo reinkommen. So, da. Das irgendwo muss ja unsere Maschinerie sein. Das ist da. Zack. Und das läuft. Gut, wunderbar. Dann haben wir mal ein bisschen was zu tun. Ja, das. Okay, Bäume, Sachen, tun wir wieder gleich rein. Inventar leeren. Das. Hier. Diese Basic-Dinge brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. Okay, da habe ich nur Aluminium. Quascher, glaube ich, brauche ich auch nicht mehr, oder? Nee. Also nicht mehr, dass ich wüsste. Sagen wir einfach mal so. Schwert können wir runter tun. Holz, Cobblestone, Crusher. Die Hammer brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Das mit dem Autohammer hat sich erledigt. Das heißt, hier draußen nochmal die nachfüllen hier. Wo gehört du rein? Da gehörst du rein. Wir haben schon 14 Diamanten, also okay, ist auch ein Haufen. Gut, dann. Das arbeitet hier. Der arbeitet. Das. Und wir haben schon jede Menge Aluminium. So. Mein Freund, mir wäre es lieber, wenn du jetzt Eisen nehmen würdest. Okay, macht er jetzt auch. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich Eisen und Dings in der Hand habe. Scheiße. Kiste habe ich auch nicht mehr. Das heißt, wir bauen mal schnell eine Kiste. 4, okay. Bisschen mehr als ich brauche, aber sind halt zwei Kisten. So, und zwar hier oben eine Kiste und hier oben eine Kiste, einfach weil wir es können. Das hier disabled und disabled. Und hier kommt dann eingestellt Bull oben, genau, das passt perfekt. Hier stellen wir auch einen Bull oben. Dann können wir hier nämlich ohne Probleme Flint rein tun. Dann zieht er den raus. Und wir können hier einfach ohne Probleme das rein tun, dann zieht er den auch raus. Zack, wunderbar. Und der arbeitet hier eh vor sich hin. Wird eh kein Problem sein. Hier könnten wir sogar noch, wenn wir wollen. Jetzt habe ich natürlich hier das weggetan. Okay, das können wir einfach so machen. Zack. Den hier hin und sagen. In and out. Also insert Dings, out braun. Und hier insert braun. Und hier bei output always active. Dann zieht er alles hier raus. Da oben rein und von hier oben da rein. Es geht auch. Auch gut, dann haben wir hier immer Platz. Und hier kriegen wir aber schon jede Menge Eisen. Das heißt, jetzt können wir das selbst mal so und so machen. 32. Und das in den Ofen hauen. Hier rein. Und schon kriegen wir 32 Eisenbarren raus. So einfach können wir das machen. Gut, also ich werde offline jetzt noch ein bisschen hier umbauen und umstrukturieren. Vermutlich. Das hier werde ich laufen, vielleicht ein bisschen im Auge behalten und verbessern. Mal gucken.
was mir da noch einfällt. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Also bleibt dran, macht gut. Tschüss.